So, dann möchte ich euch jetzt auch mal die Rucksäcke vorführen. Der 50-Liter-Rucksack, der 40-Liter-Rucksack und der 30-Liter-Rucksack. Alle drei Rucksäcke bieten für ihre Größe wirklich unwahrscheinlich viele Verstaumöglichkeiten, viele Möglichkeiten an den Seiten, noch eine Getränkeflasche, eine Powerbank oder was auch immer dran zu hängen. Hier vorne haben wir jetzt als erstes mal den 50-Liter-Sack. Der hat für mich einen ganz tollen Vorteil. Der wird also nicht von hier oben geöffnet, sondern er wird seitlich geöffnet, von vorne quasi. Das heißt, man kann also wunderbar auch mal jemanden hinter sich sagen, hier guck mal bitte rein, ohne dass man jetzt von oben da rumfummeln muss. Ist also eine ganz tolle Sache. Hat dann hier noch wieder Staumöglichkeiten, zum Beispiel einen nassen Fahrradhelm oder was auch immer reinzutun. Dann hat er hier integriert noch sogar auch eine Regenabdeckung für den Rucksack, also auch sehr passend. Und eins sage ich direkt, ich drehe den jetzt mal hier rum, dann sieht man das. Alle Rucksäcke haben diesen Hüftgurt, dass man sich das also noch gut verstellen kann. Alle Schultergurte, Tragegurte sind gepolstert, sehr gut gepolstert. Auch hier die Auflagen sind sehr gut gepolstert. Und wie ihr schon seht, jede Menge Verstellmöglichkeiten. Hier bei dem 50-Liter-Rucksack haben wir also noch an der Seite so Netzfächer für Trinkflaschen. An beiden Seiten. Und was auch hier jetzt sehr schön auf dem Video zu sehen ist, diese Reflektorstreifen. Also auch ganz toll. Wird man also auch von hinten sehr gut gesehen. Das war jetzt der 50-Liter-Rucksack. Dann zeige ich euch jetzt mal den 40-Liter-Rucksack. So, hier haben wir dann jetzt den 40-Liter-Rucksack. Man sieht also, der ist schon ein bisschen anders gestaltet. Der wird ganz normal von oben geöffnet mit Reißverschluss. Hat dann hier innen drin noch ein paar Fächer, auch wieder mit Haken gehalten, mit schönem Gummizug, stabil. Hat hier außen ein Fach, wo man zum Beispiel gut den Fahrradhelm reinlegen kann, weil er hier auch mit den Klettverschlüssen gehalten wird. Hat hier innen drin noch ein Fach, an der Außenseite mit Klettverschluss, wo man auch noch gut was verstauen kann. Hier oben ist noch ein Reißverschlussfach, wo man dann auch noch Kleinigkeiten reintun kann. Wieder dieses Reißverschlussfach hier. Also jede Menge Staumöglichkeiten. Da bleiben wirklich keine Wünsche offen. Auch hier an den Seiten wieder Haken überall für Getränkeflaschen festzumachen, für Powerbänke oder was auch immer. Auch hier wieder auf der Rückseite alles schön gepolstert, Schultergurte, Rückenauflage, sehr bequem auch beim Tragen. So, und hier haben wir dann den 30-Liter-Rucksack als letzten im Bunde, der auch genau wie der 50- und der 40-Liter-Rucksack unwahrscheinlich viele Staumöglichkeiten bietet. Kleine Fächer, alles kann man sicher unterbringen. Und selbst an dem kleinsten Rucksack hier, wie ihr seht, viele Schlaufen, um irgendwas außen befestigen zu können. Er wird natürlich jetzt auch, wie man das vom Rucksack her kennt, oben geöffnet. Das ist dann das Innenleben. So sieht er dann von innen aus, wo man die Möglichkeiten hat, wieder was gut zu verstauen. Auf der Vorderseite noch ein Fach mit kleinen Unterteilungen. Und dann vorne noch ein weiteres Fach, wo man wieder Sachen reinlegen kann mit einem Reißverschlussfach und noch weiteren kleineren Einsteckfächern. Also bei diesen Rucksäcken bleiben wirklich keine Wünsche offen, was die Verstaumöglichkeiten angeht. Auch hier auf der Rückseite wieder gut gepolsterte Tragegurte, ein schöner gepolstertes Rückenteil. Und wie gesagt, alle drei Größen verfügen über einen Hüftgurt, den man sich noch gut einstellen kann und damit sitzt der Rucksack noch fester und labbert nicht so am Körper rum. Also für mich gibt es hier für diese Rucksäcke eine ganz klare Kaufempfehlung und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut.